Ich freue mich heute, Ihnen unser neues Produkt Bottega vorstellen zu dürfen. Was ist Bottega? Bottega ist eine Fertigformulierung aus Pyridate und Mesotrione, zwei bereits bekannten Wirkstoffen. Doch das Tolle daran ist der Booster-Effekt, die deutliche Wirkungsverbesserung von Mesotrione durch das Pyridate, sodass wir viele Dikotyle und alle Hirsen effizient bekämpfen können. Dies stellt eine Basis für eine ALS-hemmerfreie Bekämpfungsstrategie dar. Das Produkt Bottega besticht aus einem Trichoton und einem Pyridat, welches ein Phenylpyridazin ist, und hemmt dabei sowohl die Carotinoid-Synthese als auch die Photosynthese. Zwei unterschiedliche Wirkorte. Zugelassen ist Bottega gegen einjährige zweikammblättrige Unkräuter sowie gegen Hühnerhirse, aber aus eigenen Erfahrungen wissen wir, dass es auch gegen alle weiteren Hirsen effektiv ist. Einzusetzen ist es sehr flexibel zwischen dem 2- und 8-Blatt-Stadium und man kann wählen zwischen einer einmaligen Applikation mit 1 Liter oder im Splitting mit jeweils 0,5 Liter. Ein Highlight von Bottega sind die günstigen Anwendungsbestimmungen. Insofern ich eine Abgriffminderungsklasse von 90% wähle, kann ich keine Abstände zu Gewässern und Saumbiotopen einhalten. Das macht die Anwendung extrem flexibel und vielerorts wirklich möglich. Kommen wir nun zum Wirkungsspektrum, was euch wohl am meisten interessiert. Damit wollen wir in eine neue Dimension vorstoßen. Anhand des Booster-Effektes möchte ich euch nun erklären, wie das neue Wirkungsspektrum von Bottega funktioniert. Bottega, durch die Kombination von Pyridat und Mesotrione und in Summe sozusagen den Boost-Effekt, haben wir eine sehr breite und vor allem gute Wirkung gegen alle Hirsearten. Hier aufgeführt können Sie sehen, Fingerhirse, Hühnerhirse, grüne Borstenhirse, Mohrenhirse, Rispenhirse. Bei all diesen Hirsen haben wir gute Bekämpfungsmöglichkeiten im Nachauflauf. Ackerfuchsschwanz und die jährige Rispe, dort gibt es nur eine kleine Nebenleistung, die dann durch passende Präparate ergänzt werden muss. Anhand eines Versuches mit der roten Borstenhirse Cetaria pumila möchte ich Ihnen hier anhand der Bilder zeigen, wie gut Bottega im Vergleich zu Mesotrione funktioniert. Bereits nach 8 Tagen sind alle Cetaria-Pflanzen abgestorben und auch nach 21 Tagen konnte kein neuer Wiederaustrieb zu sehen sein. Bei Mesotrione war die Bekämpfung nach 8 Tagen nicht hinlänglich und auch nach 21 Tagen konnten wir noch lebende Pflanzen detektieren. Gucken wir uns das Ganze mal im Freiland an, wie dort Bottega die grüne Borstenhirse bekämpft. Hier einmal plakativ am Standort Bremervörde der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, wo wir sehen können, dass 9 Tage nach der Applikation mit 1 Liter Bottega 90% Wirkungsgrad erreicht werden konnte, obwohl in der Kontrolle bereits 162 Borstenhirsen pro Quadratmeter aufgelaufen war. Hier in der Mitte auch nochmal dargestellt die Kombination von 0,75 Onyx und 0,75 Simba, auch Mesotrione, auch Pyridate. Da sieht man auch schön, dass dort eben eine starke Wirkung auf Borstenhirse gewährleistet ist. Das Ganze einmal hier auch mit Bildern dargestellt. Links die unbehandelte Kontrolle am 5.6. mit etwa 6% Deckungsgrad von der grünen Borstenhirse, rechts zu sehen der 1 Liter Bottega, der am 20.05. appliziert wurde und 14 Tage nach der Applikation sieht man einen schönen sauberen Acker, was eben auf diese hohe blattaktive Wirkung von Bottega beruht. Kommen wir als nächstes zur Hühnerhirse, einer wichtigen Hirse, die über Deutschland weit verbreitet ist. Auch hier können wir sehen anhand des Versuches des Standorts Metting in Bayern, dass wir mit verschiedenen Bodenpartnern zusammen eine sehr, sehr langfristige Wirkung haben und auch zu späteren Stadien, 27. Mai oder auch im Juni, hohe Wirkungsgrade gegenüber der Hühnerhirse haben, die etwa dem Marktstandard oder einem bekannten Marktstandard entsprechen. Hervorzuheben hier ist vielleicht noch, dass sich Gardo Gold und Spektrum Gold etwas positiver darstellen im Vergleich zu Successor T, dies aber nur am Rande. Kommen wir zur Fingerhirse. Die Fingerhirse ist nicht ganz so weit verbreitet, aber wenn sie doch auftreten sollte, haben wir die Möglichkeit, ganz rechts zu sehen, mit dem 1 Liter Bottega diese komplett zu bekämpfen, sofern sie eben nicht in Wellen auftaucht, was man dann mit Bodenpartnern eben ergänzen müsste. Ein großes Thema, gerade bei den Dikotylen, ist der Windenknöterich.
der vielerorts auftaucht und schwer zu bekämpfen ist. Auch hier sehen wir anhand des Versuches aus Mettingen in Bayern, dass über die Varianten hinweg, unabhängig vom Bodenpartner, extrem hohe Wirkungsgrade von bis zu 100% erreicht wurden, was eine vollständige Kontrolle des Windenknöterichs zeigt, ähnlich eben vergleichbar mit dem Marktstandard bzw. unserem Produkt Motivell Komplett, welches durch ein Nicosulfuron noch ergänzt wurde. Somit haben wir zusammenfassend gesagt, ein großes Wirkungsspektrum, links und in der Mitte zu sehen, die Dikotylen und rechts die oberen sechs ebenfalls sind die Dikotylen und wir sehen anhand der vielen grünen und hellgrünen Balken, dass wir ein sehr breites, aber auch ein sehr hohes Wirkungsspektrum haben. Nur Klatschmohn und Dorschnabel schneiden da etwas schlechter ab. Ansonsten ein sehr, sehr breites Wirkungsspektrum, was uns natürlich sehr fröhlich stimmt. In der rechten Spalte, ganz unten, sind dann nochmal die Gräser aufgeführt. Im Wesentlichen mit grün hinterlegt, alle Hirsen, wie ich eingangs schon sagte, Ackerfuchsschwanz, Milchgerispe, da muss man eben mit einem anderen Produkt noch ergänzen. Zusammenfassend kann ich sagen, Botiga ist für mich oder für welchem ein Basisherbizid mit einer sehr breiten Wirkung auf Nikotyle und auf Hirsearten. Es gibt sicherlich kleine Unterschiede. Zwei möchte ich gerne hervorheben. Botiga ist etwas stärker auf Windenknöterich und auch auf Erdmandelgras und Ausfallkartoffeln, wo wir schon in der Vergangenheit tolle Versuche und Ergebnisse mit Onyx und Simba gezeigt haben. Beide haben leider, muss man vielleicht sagen, eine leichte Schwäche auf größere Storchschnabel, welche aber nachfolgend, wenn man sie mit einem Bodenherbizid kombiniert, sicherlich zu lösen sind, sodass wir auch dort gegen den Storchschnabel eine schöne Lösung in den Händen halten. Zusammenfassend kann ich nur sagen, wir haben eine schnelle Wirkung, wir haben den schönen Booster-Effekt, den ich jetzt in den vergangenen Folien beschrieben habe, der eben durch diese Wirkstoffkombination hervorgerufen wird. Wir haben zwei Wirkmechanismen, die sich extrem positiv auf das Resistenzmanagement auswirken. Bei starkem Hirsebesatz in mehreren Wellen ist es jedoch stark zu empfehlen, die Applikation von Botiga in Kombination mit einem geeigneten Bodenpartner vorzunehmen, um eben auch die mehreren Wellen oder die nachauflaufenden Wellen mit zu erfassen. Anhand der Empfehlung für Botiga möchte ich Ihnen nochmal erklären, wie Botiga am effektivsten einzusetzen ist. Haben Sie nur eine breite Mischverunkrautung mit Hirsen, dann reicht es aus, Botiga mit einem guten Bodenpartner zu kombinieren. Sollten Sie jedoch weitere Gräser haben, wie Ackerfuchsschwanz, Wecke, Weidelgräser oder Rispen, dann sollten Sie die Kombination um ein Motivell komplett ergänzen. Dort würde ein halber Liter Motivell Forte ausreichen, um die Wirkung komplett abzurunden und ein komplett breites Wirkungsspektrum zu haben gegenüber Gräser, Hirsen und den breitblättrigen Unkräutern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.